Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, Spaß. Jo, Freunde, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Ja, ich bin wieder extrem gut gelaunt. Ich hoffe natürlich, ihr da draußen auch. Mein Name ist Cedric. Ich bin 22 Jahre alt und komme aus Köln. Alle nennen mich aber Cedo. Das ist mein Spitzname. Das ist mein Künstlername. Das klingt so geil. Künstlername. Was ist mit meiner Augenbraue heute, Alter? Fühl dich hier gerne wie zu Hause, leg die Füße auf den Tisch und falls du Bock hast, lass auch gerne ein Abo da. Das würde mich natürlich extrem freuen, denn das zeigt, dass ich mein Ding gut mache und dass wir wachsen. Das ist natürlich cool, wenn die Family größer wird. Und heute, liebe Freunde, reagieren wir auf ein Video, das mir vorgeschlagen wurde. Ist auch von einem kleinen YouTube-Kanal, also, ne? Und die reden da über Themen, die mich interessieren. Das Video heißt "Sehr intime Fragen beantworten". Ihr kennt den Meister Sedotalk, der da gerne sein Öhrchen überall mit reinsteckt zum Zuhören. Ihr wisst, wie der Hase hoppet, liebe Freunde. Holt euch Snacks, macht euch gemütlich, lehnt euch zurück, macht euch einen leckeren Tee. Und ich würde sagen, wir können direkt loslegen. Wir gehen rein ins Video. Breaking Bad heißt der Kanal. Breaking Bad. Das heißt, wenn das Bett bricht. Okay. Wir gehen rein, Leute. Let's go. We are back in the building. Und es ist mal wieder Breaking Bad Time. Ihr wisst ja, wie das in kleinen Städten krankes oder Intro. In Dörfern immer so ist. Die Leute zerreißen sich ihren Mund über alles. So wie zuletzt auch über uns, wie wir mitbekommen haben. Wir sind zu unpersönlich. Ja, unpersönlich, unlustig. Und deswegen haben wir uns heute mal ein richtig, richtig persönliches, geiles Thema rausgesucht. Wir beantworten. Ich kenne dieses, vor allem auf Dörfern ist das krass. Die alten Leute, die gar nichts zu tun haben, wirklich gar nichts, die reden nur über das Dorf und über die Leute im Dorf. Und dann, wenn sich dann die kleine Larissa ein Tattoo sticht und man sieht das Tattoo auf dem Arm, boah. Da haben sie eine Woche Gesprächsmaterial, ne? Das ist krass. Ja, auf den Dörfern ist das immer wild. Da, ich kann das nachvollziehen. Guck mal, die zwei haben sich dazu entschieden, YouTube zu machen. Die richten sich das da schön ein mit Videohintergrund, Licht, alles, dies, das. Und dann ist klar, Leute reden drüber, normal. Wir brauchen sechs Fragen aus dem Internet, die wir irgendwo rausfischen konnten. Cosmopolitan. Diese ganzen Frauen, Klatsch- und Tratsch-Magazine. Total geil. Wir freuen uns richtig, die Dinger zu beantworten. Wenn ich ehrlich bin, verlangt uns dieses Thema auch ein bisschen was ab. Und kostet uns ein kleines bisschen Überwindung. Wenn euch das gefällt und ihr in Zukunft auch wirklich weiterhin Lust auf solche Themen habt, dann lasst uns wissen und gebt uns einen Daumen nach oben. Können wir auf jeden Fall machen, Leute. Komm, Schatz, ne? Also, wenn das Video gut ist, machen wir das. Ich verlinke euch natürlich das Video wieder in der Beschreibung, as always. Aber ihr wisst, wie der Hase hoppelt bei kleinen Leuten, die man unterstützen kann. Als letztes Beispiel haben wir, ich blende euch mal den Kanal hier ein von den Mädels. Die Mädels. Für mich sind es einfach nur die Mädels. Da haben wir auch drauf reagiert, wo das Video gar keine Aufrufe hatte. Und jetzt, die laden Video hoch. Nach drei Tagen hat es 15.000 Aufrufe. Wollt ihr mich verarschen? Machen mehr Klicks als ich gefühlt. Nein, freut mich sehr, wirklich. Bin ich sehr, sehr froh, das zu sehen, dass dieser kleine Push da auch in Anführungsstrichen was gebracht hat. Und wenn die zwei sich hier gut anstellen, Leute, ihr wisst, wie der Hase hoppelt, ne? Wisst ihr ganz genau. Erste Frage, ich habe richtig Bock. Ja, ich muss schon schmunzeln, weil ich dich einfach viel zu gut kenne und du bist einfach nicht dieser Prototyp. Auf jeden Fall lautet die Frage, angezogen, Dessous, Panties oder nackt, wie findest du mich besonders sexy? Um die Frage gleich zu beantworten, auf jeden Fall nackt, das liebe ich am meisten. Und zum anderen mag ich diese Klischees nicht. Ich sehe da jedes Mal so einen Film, der sich vor mir abspielt. Du in Dessous und abends im Kerzenlicht. Da würde ich mich einfach unwohl fühlen. Das fände ich komisch. Ja, ich finde Klischees halt so dämlich. Sich ganz ehrlich. Hä? Kann aber auch schön sein. Spaß. Ehrlich sagen, wenn es ums Thema Boxershorts geht, ich verstehe ja nicht diese italienischen knappen Höschen, die manche am Strand tragen. Ich finde das so unsexy. Das ist für mich so ein riesiger Conversion Killer einfach. Conversion Killer. Vor allem letztes Mal waren wir noch. Ich finde aber, es gibt Männer, ne? Die sehen so gut aus. Die meint ja diese nicht Tanga-Unterhosen, aber diese kurzen, ne? Die sehen so gut aus, dass sogar diese kurzen Unterhosen bei denen gut aussehen, also bei so Models oder so. Oder bei Cristiano Ronaldo zum Beispiel, so ein Beispiel. Da sieht selbst so eine hässliche Unterhose gut aus, wisst ihr, was ich meine? Und dann sind auch wirklich Typen in meinem Alter rumstolziert mit diesen kleinen Höschen. Ich find's jedes Mal super lustig, aber auch irgendwie mutig. Und Schatz, was ist so das Gegenteil? Das Gegenteil sind diese ganz schlapprigen Boxershorts, wo am besten noch irgendwelche bunten Prints drauf sind. Die erinnern mich immer an so 14-jährige Jungs, die in ihr blaues Laken wichsen irgendwie. Was?
Hä? Auf einmal, sie haut raus. Ich war da gerade gar nicht drauf vorbereitet. Hä? So, sie schießt voll gegen 14-Jährige. Wer ist 14-jähriger Junge und guckt gerade zu? Hä? Wer? Was? Ich war so unvorbereitet gerade. Boah, ganz schlimm sind auch die aus dieser Seide, dieser Satinstoff. Satinstoff. Oh! Glänzend. Oh! Mit welchem Promi würdest du gern mal schlafen? Also mir fällt direkt da jemand ein, aber der ist leider schon gestorben. Und zwar ist es Heath Ledger. Ich fand den schon immer heiß und es ist lustig, aber uns halten immer Leute auf der Straße an, die sagen, dass Laurin 1:1 aussieht wie Heath Ledger, vor allem als er die Haare ein bisschen länger hatte. Wir binden euch hier mal zwei Fotos ein und dann könnt ihr mal selber gucken und bitte in den Kommentaren abstimmen, ob ihr auch... Mashallah, mit langen Haaren, aber extrem 20 mal hübscher der Boy, ne? Also jetzt, sorry, das war übeldings oberflächlich gerade. Ne, ey, Laurin, falls du das siehst, das ist nicht böse gemeint, aber die langen Haare stehen dir extrem gut. Denkt, dass Heath Ledger und Laurin Ähnlichkeiten haben. Ich finde auf jeden Fall schon. Aber wer wär's denn, wenn wir von einer lebendigen Person ausgehen würden? Also von einer lebendigen Person, Promi, Star. Justin Bieber. Wär's James Franco tatsächlich. Ah. Ich finde den super, super nice. Warum? Er hat eine richtig bescheuerte Art. Der Typ hat so einen Schuss weg und ich liebe das ja. Ich liebe es, wenn ich mit Leuten lachen kann. Wir haben auch schon einige Filme angeguckt mit dem James Franco. Gestern erst. Ja. Jetzt weißt du, warum ich immer sag, ja Schatz, mach doch einen Film mit James Franco rein. Wer wär's denn bei dir? Das ist seit meinen Teenies Jessica Alba. Nach wie vor. Ich finde diese Frau einfach so super natürlich in ihrer Schönheit. Aber es ist so krass, wie die beide Typen nehmen, die dem anderen ähnlich sehen. Wisst ihr, was ich meine? Wisst ihr, was ich meine? Sie sieht ja ihr auch ähnlich. Und ich muss euch ehrlich sagen, liebe Freunde, ich hatte noch nie so einen Celebrity-Crush. Und ich bin voll überfordert mit sowas. Alle fragen mich, hey Cedric, welche Schauspielerin würdest du gern mal wegjubeln? Dies, das... Ich hab niemanden, mir fällt niemand ein. Das ist alles zu viel. Oder auch Dings, Sängerinnen oder so. Es kommt niemand, auch Ariana Grande nicht, auch keine Jenna, auch keine irgendwas. Die nicht, fühle ich nicht alles. Und nicht so over the top und über die gibt's irgendwie... Auch keine Skandale. Nur Gutes zu lesen. So. Ich glaube, das ist echt eine richtig, richtig gute Person, auch im Herzen. Ist doch voll die süße Latina. So. Auf jeden Fall. Kommen wir zu der nächsten Frage. Kannst du dir einen Dreier vorstellen? Ja, mit James Franco und dir. Sind mir gerade ein bisschen unangenehm, Alter. So, wir können weitermachen. Also James Franco, wenn du das hier hörst. Aber für Jessica Alba bin ich auch in. Ja? Also, ja, da können wir uns drauf einigen. Alright, dann können wir ja auch eine größere Gruppe bilden. Das ist auch nicht schlecht. Also ich find's cool, dass sie so lustig und locker darüber reden können. Es gibt wirklich auch Beziehungen, wo man halt so sagt, ja, den finde ich übel heiß. Und das ist halt so ein Schauspieler aus Hollywood. Und die andere Person macht voll Auge und sagt, hey, geh doch zu dem und so. Ein krass diskutiertes Thema. Es ist ja auch nochmal ein großer Unterschied zwischen Fantasie und Umsetzung, aber es gibt halt immer ein grundlegendes Problem dabei. Das Problem ist halt, dass die Männer sich immer eine andere Frau dazu wünschen, also keine zwei Männer, sondern zwei Frauen auf einen Mann. Das wäre für mich jetzt auf jeden Fall auch eher die Ideallösung, aber wirklich fair ist es ja eigentlich nicht. Weil es kann ja schon auch sein, dass die Frauen sich auch einen anderen Mann dazu wünschen in ihren Fantasien. Genau, muss aber nicht sein, weil wir Frauen kommen ja auch immer mit Frauen gut zurecht. Ich würde sagen, an diesem Satz ein bisschen B schadet nie. Da ist, glaube ich, bei so gut wie allen Frauen wirklich was dran. Sagenhaft. Die nächste ist auch geil. Hast du schon mal Rollenspiele ausprobiert? Was kommt jetzt? Oh nein. Ich kann es euch schon mal voraussagen. Ich glaube bei den beiden ja. Ich glaube ja. Ich habe irgendwie so ein Gefühl. Aber jetzt kommt irgend so ein Kurzfilm oder so, ne? Warum wird jetzt diese Tür gezeigt? Bitte. Ich habe gehört, bei Ihnen funktioniert das Internet nicht. Ja, hallo, wunderschönen guten Tag. Ich bin die Brigitte. Oh nein. In Englisch sagt man auch Brigitte. Könnt ihr nach meinem WLAN gucken? Hallo. Oh nein. Oh nein. Muss ich gerade sehr zusammenreißen. Brigitte, es ist mir eine große Ehre, dich kennenzulernen. Ich habe extra mein Werkzeug mitgebracht. Brigitte, ich sehe, man muss hier nur ein Kabel einführen, dann funktioniert es wieder. Okay.
Oh, wow, 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 ganz großes Thema. Ganz, ganz groß. Warte mal, die beantworten die Frage nicht. Sie beantworten die Frage nicht. Aber sie haben eine Peitsche zu Hause. Das beantwortet es vielleicht auch schon wieder, ne? Obwohl. Ja, eine Peitsche zu Hause muss jetzt nicht heißen, dass man auf Rollenspiele steht, aber, ne? Großes Thema. Ja. Bist du eifersüchtig auf Sextoys? Großes Thema bei uns, oder wie? Nee, großes Thema in der Allgemeinheit. Das höre ich irgendwie ständig, dass sie ausrasten, weil sie bei ihrer Freundin zu Hause ein Dildo finden. Die Männer denken dann immer, wenn die Frau sich ein Dildo oder ein Vibrator holt, dass sie nicht gut genug sind. Das ist das grundlegende Problem, ja. Aber dabei, finde ich, ist es eigentlich mit Sextoys ganz anders. Die sind super wichtig, weil man sich dadurch persönlich auch viel besser noch entwickeln kann, sexuell, und es dann auch besser mit in die Beziehung einbringen kann. Aber zum anderen, weil man natürlich auch zu zweit damit Spaß haben kann. Es gibt ja verschiedenste Sachen, ja, Fesselzeug, Vibratoren, Sachen für sie, für ihn. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin ein Fan von Druckwellenvibratoren. Was? Ich bin durch hier oben mal einen, den ich vorhin... Ich dachte, jetzt kommt so eine Eis.de-Werbung oder so, weil sie Werbung einblendet. Ist aber stark, weil wenn sie über das Produkt redet, ist es schlau, Werbung einzublenden, weil sollte man. Ich dachte aber jetzt, sie haben eine Kooperation so als kleiner Channel. Das hätte mich gerade übel gefreut. Wenn ich auf Amorelie gefunden habe, verlinke ich euch auch unten in der Info. Oh, das ist wirklich Werbung. Den will ich mir auf jeden Fall noch zulegen. Also da kommen wir nicht drum rum. Ich finde, das sieht auch super, super krass aus. Irgendwie als wäre aus dem Weltall auf die Erde runtergefallen. Ja, man würde, glaube ich, so auf den ersten Blick gar nicht erkennen, dass es ein Vibrator ist. Aber selbst wenn, wäre es nicht schlimm, denn Amorelie versendet ja auch komplett neutral in so einem weißen Karton. Man erkennt nicht, dass es Sextoys sind. Was haben sie noch? Ey, es ist, glaube ich, wirklich eine bezahlte Werbung. Ich bin mir gerade sehr unsicher. Die haben kostenlos Rückversand, kostenloser Versand ab 69 Euro. Und man kriegt tatsächlich auch einen 10-Euro-Gutschein, wenn man sich auf der Website für den Newsletter einträgt. Wie gesagt, wir verlinken euch das Gerät unten in der Infobox. Schaut gerne mal vorbei. Sahne, Shampoos, Erdbeeren und Co. Wie stehst du zu Sex mit Lebensmitteln? Bei Sex mit Lebensmitteln muss ich immer an American Pie denken. Diese berühmt-berüchtigte Szene mit dem warmen Apfelkuchen. Oh Gott, der Arme. Und dann wird er von seinem Vater erwischt. Oh. In der Küche. Jim? Dann nehme ich doch mit in dein Zimmer und schließ die Türe ab. So ein Idiot! Jedes Mal, wenn ich einen Film angucke, graust es mich einfach bei der Stelle. Es geht richtig tief. Da schämt sich einfach nur für. Okay, also kurzes Fazit mal zwischendurch. Die zwei sind ultra cute. So, die sind wirklich nett. Man merkt auch so voll, wie sie sich Mühe geben, wenn sie über was reden, dann noch so ins Detail zu gehen. Auch wie gerade zum Beispiel diese American Pie Szene so. Und dann kam der Vater rein und warum gehst du nicht in dein Zimmer so, ne? Also sehr, sehr cute irgendwie. Bin gespannt, wo es mit den beiden hingeht. Bin echt gespannt. Also, ihr habt offiziell von mir die Erlaubnis. Geht auf den Link. Lasst Liebe da. Lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Verfolgt die beiden. Supportet die beiden. Schreibt denen liebe Nachrichten. Leute, ihr wisst, wie der Hase hoppelt. Ihr wisst, wie der Hase hoppelt. Wir sind eine Community, die sehr viel gibt. Wir haben sehr viel Liebe. Wir speichern sehr viel Liebe über diese... Über einen gewissen Zeitraum, bis wir wieder auf welche stoßen, die unsere Liebe brauchen. Okay, das klingt gerade so falsch. Also, bis wir halt wieder einen Channel finden, der unsere Liebe gut gebrauchen kann. Und jetzt ist der Zeitpunkt, um die Liebe zu spreaden. Also geht gerne unten auf das Video von den beiden. Let's go. Okay, die will ich machen, die will ich machen. Also, bist du bei deinem ersten Mal gekommen? Nach 3 Sekunden. So wie wahrscheinlich jeder Typ. Hast du das jemals von einem anderen Typen anders mitbekommen oder gehört? Da ist jeder nicht so wirklich ehrlich bei der Aussage. Ich glaube, das meiste, was ich so gehört habe, sind 5 Minuten. Aber ich glaube auch, dass der ein oder andere auch schneller kommt. Ich kenne keine Frau, ich kenne nobody, der bei seinem ersten Mal zum Orgasmus gekommen ist, inklusive mir. Das ist einfach nicht möglich. Ich sag, also, was ich kenne, ist das beide gar nicht. Das habe ich schon bekommen. Aber für die Frau ist sowieso super schwierig, weil da gibt es ja auch ganz andere Probleme neben Schmerzen und Rärzen und Feather with the Birds. Ist ja alles so deshalb schwieriges Thema. Wenn es da draußen jemanden gibt, dann bitte schreibt mir eine Insta-DM oder schreibt es hier in die Kommentare, wenn ihr Bock habt. Findest du auch wichtig, dass dann Austausch ein bisschen stattfindet? Die nächste Frage, die kommt tatsächlich auch häufig vor. Magst du es lieber mit Licht oder ohne? Geile Frage, geile Frage. Ja. Ich muss direkt daran denken, dass total viele Leute es nicht mögen, im Hellen oder halt mit Licht Sex zu haben, weil sie sich irgendwie für ihren Körper schämen. Habe ich auch schon oft gehört. Bei mir ist ich kann es euch direkt sagen, wie es ist. Mir ist es egal.
Mir ist es egal. Das mit dem Licht aus Prinzip sagt sie ja da ganz gut. Das sind meistens Peoples, die so ein bisschen, ja, sich für ihren Körper schämen oder für irgendeine bestimmte Körperstellen oder so, oder die nicht wollen, dass man das sieht. Aber das finde ich so ein bisschen schade, weil bei dem Akt ist es ja sowieso so eine Sache, wo man sich so komplett auf eine andere Person einlässt, komplett vertraut. Und wenn du das Gefühl hast, die Person würde dich auslachen wegen irgendeiner Körperstelle oder so, dann würde ich gar nicht erst mit der was haben. Wisst ihr, was ich meine? So, das ist so voll das Vertrauensding und da finde ich so, sollte man sich auch fallen lassen können. Ist eigentlich sehr wichtig, aber ist ja bei jedem unterschiedlich. Es ist einfach so. Es irgendwas gibt, was der andere nicht sehen soll. Das ist halt super, super schade. Damit haben viele zu kämpfen. Aber ich persönlich muss sagen, ich mag das einfach, wenn ich dich auch sehe. Das muss ja jetzt kein Scheinwerferlicht sein. Diese Softboxen. Ist hinter dir so ein fetter Scheinwerfer und der presst mir so ins Gesicht und ich dann da oben nur so... Ich sehe es genauso wie du. Ich möchte natürlich auch ein kleines bisschen Licht dabei haben und meine Freundin sehen. Hin und wieder macht mir das Spaß, das Licht auch auszumachen. Dann kann man sich ein bisschen auf die anderen Sinne konzentrieren, sich ein bisschen bekrapschen. Man spürt auch Sachen viel intensiver, wenn man nicht nur darauf fokussiert ist, wie man aussieht oder wie der andere gerade aussieht. Redest du mit deinen Freunden über Sexthemen? Nicht mit jedem, würde ich sagen. So, das ist schon so ein mega intimes Thema, klar. Das sagt der, der gerade vor YouTube sitzt und tausenden Leuten dort draußen, was über sein Sexleben erzählt. Naja, so viel geben wir ja nicht preis. Ich meine, hier gehen wir ja nicht ins Detail. Das stimmt, das stimmt. Mit meinem besten Freund unterhalte ich mich schon hin und wieder über Sex. Ich finde es auch cool, sich ein bisschen auszutauschen, zu gucken, was machen die anderen so. Bisschen inspiriert werden. Ja, ein bisschen inspiriert werden. Ich glaube aber tatsächlich, dass das irgendwie unter Jungs ein bisschen oberflächlicher abläuft. Dass es nicht ganz so ins Detail geht wie bei den Frauen. Geht es bei euch mehr ins Detail? Ja, krass. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie es bei anderen Klicken ist, ja. Aber ich habe oft das Gefühl, wenn Frauen zusammen sitzen, da wird richtig aus dem Nähkästchen geplaudert, wenn es gute Freundinnen sind. Also du kannst dir sicher sein, so dass Freundinnen immer wissen, wie groß ist der Penis, wie was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut und die aktuellen Krisen und die aktuellen Dinge, die gut laufen und ja. Jungs, Rückzug. Wir sollten uns genau jetzt zurückziehen. Wenn das stimmt, sind wir an Arsch. Wie oft vögelt ihr gerade die Woche und so weiter und so fort? Also es wird halt alles komplett ausdiskutiert, bis ins letzte Detail. Und ich glaube, da sind wir einfach, also da sind die Frauen immer ein bisschen krass, ey, informativer bedient. Bestimmt wird da auch noch richtig Kartei dann geführt. Wenn ihr Bock habt auf eine Fortsetzung von unserem kleinen Film hier. Von unserem kleinen Film. Ich glaube, kein YouTuber sagt so, das war's mit meinem Film. Ich find's cool. Man merkt, dass die noch so frisch sind. Wisst ihr, ich meine? Dieses selbstverständliche, ich setze mir jetzt vor die Kamera, ich drehe ein Video, weil ich bin YouTuber und ich mache das, weil es mir Spaß macht. Das ist bei denen noch nicht so sichtbar, sondern es ist mehr so dieses aufgeregte, auch ein bisschen dieses aufgesetzte Jokes werfen und lachen und so, ne? Ihr wisst, wie ich meine? Vor allem Jokes werfen. Liebe Freunde, schaut bei denen vorbei, lasst Liebe da. Ihr wisst, wie das läuft. Ich habe euch das gerade schon gesagt. Lasst Liebe da. Wir können supporten und ich freue mich, wenn wir supporten können. Kuss geht raus an alle, die supporten. Gerne auch natürlich hier. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde das mich auch sehr, 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 sehr freuen. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder beim neuen Video. Schaut noch auf Instagram vorbei. Ich blende euch extra hier ein. Dort könnt ihr meinen Popo sehen. Bitte abonniert. Habt ihr schon? Noch nicht? Dann würde ich sagen, aber jetzt richtig schnell. Liebe Freunde, wir sehen uns morgen wieder beim neuen Video. Haut rein. Guck, ich tanze tropisch. Guck, ich tanze tropisch. Guck, ich tanze tropisch. Ja, der Pegel utopisch. Guck, ich tanze tropisch.